Willkommen zurück zu Surviving Mars. Und ja, schön, dass ich letzte Folge bei der Wasserversorgung, wo ich dachte, hey, wir haben zu wenig Wasser, dass ich nur hier drauf geschaut habe, auf den, der einen Wasser herstellt. Was eigentlich komplett irrelevant ist, weil wir unsere Wasserproduktion unten haben, ist mir aufgefallen. Ja. Und ich habe das Grund für unsere Wasserprobleme gefunden. Es besteht aus einem einzigen Grund. Unser nicht so ganz super Gebiet hier unten, was ich komplett versorgen kann. Ja. Kann ich nicht selbst versorgen. Ja, es fehlen einfach nur Reparaturteile. Tja. Ich gucke mal, wo unser Rover ist. Da können wir das nicht mehr rüber kann. Ja, ist auch unten. Research complete. Ist gleich voll. Anomaly analyzed. Geil. Analysiert. So schnell geht das? Holy shit. Haben einfach einen Forschungspunkt uns gebracht, das ist schon. Das ist voll. Okay, zurück. Ist er voll? Ach, egal. Egal, aber voll ist doch nicht. Du fährst. Schnell. Wir haben gerade ein bisschen Wasserprobleme. Fährst du direkt hier hin. Und ich gehe mal hier halt den Laden, bitte. Die Motorräder sind gerade da oben. Anomaly analyzed. Ja, Nachschub für Kraft und unterwegs. Alles gut. War schon abgeschlossen, sehr gut. 7 nicht funktionierende Gebäude. 6. Ja. Da haben wir jetzt genug Leute da nicht, oder wie? Personenmangel, Mann, Leute, brauchen wir Kinder, macht mal eine. Und Leute ausgebildet, automatisch, was halt gebraucht wird. Ja. Nice. Es ist steigt rasant an, sehr, sehr cool. Ich glaube, ich habe vielleicht noch was abschalten, aber wenn wir nochmal uns nochmal sehr erweitern, dann ist vielleicht ganz gut. Ich hoffe, wir auch aktuell keinen Sturm oder irgendwas oder irgendeine Katastrophe, weil ich will mich jetzt hier nochmal ausbreiten. Ah, das war die Anomalie. Ah, deswegen geht es so schnell. Dann sind einfach nur Zeug gebracht. Und unsere Drohnen wieder und wir haben Nachschub. Direkt dahin. Rein. Let's go. Fahrzeug, wir brauchen Wasser. Wir haben 8 minus 16, aber noch genug Speicher. Okay. Kann ein bisschen Geld ansammeln. Und 30 Euro bringen, perfekt. Geil, Edelmetalle, Gold, was auch immer. Muss ein Lagermeiß machen. Legst du da bitte da rein, wenn du nicht ganz leer bist? Ich glaube, sie haben mechanische Teile. Ach, ich muss mal pausieren, das war hochschalten und weniger. Kopieren. Okay. Einladen. Wir machen erstmal nichts anderes. Ein Maschinenteil. Und 2,5 und der Rest hat er. Resources are low.
Oh Mann, Leute. Ja, okay. Ich nehme auf. Ja, gut. Ein Ding mal da rein. Ich muss da Dinge trinken, selbst erstellen, ey. Wir brauchen noch mehr, das ist schon. Ich glaube, jetzt müssen wir schon einkaufen gehen. Scheiße. Ja, aber einfach mal zu Feuer. Warte, was kommst du da? Klaus dir mal. Einladen. Alle Teile. Was haben wir denn oben aktuell? Ah, da sind ja drei dran. Da. Da sind nur drei Teile mit. Ich würde dich da wieder einladen. Das ist da. Da können wir direkt da auch mal Sachen hinzimmern. Wie zum Beispiel Aufladestation. Drei Stück bauen. Sektor scanned. Oh, hier trinken Beton, ne? Wo ist mein Fahrzeug? Ist das schon da? Schon ausgeladen, ne? Warte mal. Das hier ist doch Beton, ne? Lass mal eins an. Nice. Ja, zu viele Leute hier zu kratzen, ne? Hier wohnen 14 Leute. Wo arbeiten die denn alle, ey? Holy shit. Genug essen. Gut, aufgeladen alles. Entladen was. Ist auch noch passiert, ne? Stimmt. Ach schon, das passt so. Sollten wir so bauen, oder? Ja, komm, egal. Wird schon stimmen. Teile einkaufen, komm eh schon rum. Ich mach's gerade nochmal schnell. Ja, es ist zwar scheiße teuer, aber ja. 25 Stück. Ja. Komm eh schon rum. Wo kann ich wieder Geld rein? Deswegen. Aufladen, was ist alles drin? Perfekt. Kaffee liegt immer noch rum. Fahren Sie. Yay. Ach, holt erst wieder Metalle. Ich hasse der wichtig an. Da kann er gar nicht oben alles einlagern. Scheiße. Dahinter können, holen sie sich vielleicht das Zeug von dir. Also, hoffe ich. Ich bin ein bisschen unsicher. Da steht der Beton. Nimmt es. Los. Schatten kommt. Gehen wir mal folgendes. Lager, Depot, Beton. Was denn da rein und sowas? Braucht jetzt wohl was anderes. Lass das da rein.
08 ist neu. Okay. So, du baust bitte hier unten das Zeug ab. Benötigen es. Dringend. So, hier hat Radis Metaller geladen. Abwandtourist nix. Ach, schon die Netter auch hat ja auch hier angezeigt. Und dann zurück. Ja, Tourismus können wir auch Geld machen. Aber machen wir mal, wenn der Tra sich oben haben, ich will mal so ein Ding los. Was haben wir? Wie sieht's aus? Wir haben noch ein Thronennetz, ne? Haben wir ein Thronennetz? Und da haben wir eins. So, rein theoretisch. Könnte man die Rakete wegziehen, abziehen. Division of Space, immer auch, komm. Wir müssen fliegen, wir müssen hier Geld wert sein. 8 Drohnen. Schön, dass die beide Division of Space heißen. Euer Ernst jetzt? Wie kann ich die umbenennen, Leute? So geht's. Nice. Muss ich beide gleich hassen. Gebaut. Sehr schön. So, Versorgung ist da. Nice. Electrostatic dust storm approaching. Schlecht. Auch schlecht, sehe ich gerade. Weiß ich nicht genau. Ja, Staubsturm. In einem Tag. Was war denn nochmal Staubsturm? Ja, Schäden, Stromnetz ist belastend. Moxie werden nicht funktionieren. Aber ist nicht so schlimm. Also Strom vor allem. Und Luftverkehr haben wir aber nicht. Okay. Wir müssen unsere Fahrzeuge zurückholen. Das wird die verlieren. Stehen lassen, ist kein Problem. Nein, the day claimed our last living founder, spelling the end of an era for us all. Ja, heute hat unser letzter lebende Gründer der Tod ereilt. Oh, der heutige Tag markiert für uns alle das Ende einer Ära. Monika Simpson hat einen Traum, eine vereinte Menschheit, die gemeinsam die Sterne erobert. Und Monika Simpson hat nicht zugelassen, dass dieser Traum irgendwas in die Quere kommt. Keine schwierigen Umstände, keine Verluste, nicht einmal die eigene Sicherheit. Kann man von irgendwo noch mehr verlangen? Irgendwem. Wir kannten viele Frauen und Männer mit Charakter, Stärke und Tugend. Vermutlich hätte jeder von ihnen hätte an die Stelle von Monika Simpson treten können. Aber wir wissen, warum gerade Monika Simpson den Weg eingeschlagen hat. Wenn ein so großes und starkes Herz in jemandes Brust schlägt, gibt es keine andere Möglichkeit, als zu folgen. Der Tod von Monika Simpson hat ein Gefühl der Leere hinterlassen. Lasst nicht zu, dass die Leere euch euer Herz erfasst, meine Freunde. Trauert nicht um diese Ikone des Guten, die wir verloren haben, sondern erhebt euch, um selbst zu einer Ikone zu werden. Seht diesen Tod nicht als Schlag gegen den Wunsch der Menschheit nach Wachstum, sondern lernt daraus und beschreitet neue Grenzen. Tipp, der Gründer ist gestorben. Hohes Alter. Ja, was passiert irgendwann? Auf Ansehen drücken sollen. Scheiße.
Ich stelle viele von uns, Alter, das ist halt ein Gründer gewesen, ja. So ist passiert leider. Krass, wenn alle größeren und negativen Buff hatten. Oder Buff, Debuff. Weil sie halt gestorben ist. So ist passiert leider. Ja. Wie sieht es mit Strom und so aus? Es sind 4000 gespeichert. Es könnte mehr gespeichert sein. Wasser, wie sieht es bei Wasser aus? Wie viel ist gespeichert? Ganz wichtig. Oh, interessant. Überleg mal auch noch eine Sache zu bauen. Hier. Jetzt kommt mit Warte und zwar zwei von den Dingern. Aber okay, es kostet mich halt Arbeiter. Ach nee, 9 Arbeiter? Das kostet mich 15, davon haben wir leider nicht. Ich kann mir leider nicht leisten. Schade. Maske, die Reparaturen einer perfekten. People who aim for perfection learn soon enough that it's a moving target. Guess Isocorp didn't aim high enough. Wenn man nach den Sternen greift, merkt man, dass sie hoch oben sind. Anscheinend hat Isocorp aber nicht hoch genug gezielt. Isocorp hat offensichtlich Probleme mit ihren geheimnisvollen Wovern, da sie einer nach der anderen ausfallen. Anstatt zuzugeben, dass sie auf die harten Bedingungen auf dem Mars nicht ausreichend vorbereitet waren, hat uns das Isocorp eine Nachricht geschickt, die dem Kommandanten der Marskolonie die einmalige Gelegenheit bietet, eines unserer analytischen Fahrzeuge zu untersuchen, das offensichtlich durch minimale Fehlkalkulation ausgefallen ist, denn natürlich nur für eine vorübergehende Störung sorgen. Ende des Zitats. Darüber hinaus erinnern sie uns daran, sollten wir einwilligen, ihr Fahrzeug zu untersuchen, dass sämtliche offensichtliche logische Mängel in ihrem Design geheim zu halten sind und wir zustimmen, völlige Diskretion walten zu lassen. Ja, sehr gerne, helfen wir. Ich gebe mir das mal zu, dass ich, naja, irgendwas verkackt habe in ihren Wovern. Anomaly found. Wo? Zu weit weg. Aber machen wir auf jeden Fall. Wie lange haben wir dafür Zeit? Steht jetzt irgendwie dabei? Nee, ne? Aber nach dem Staubsturm, das wäre ein bisschen zu risky. Will nicht meinen Erkunder verlieren. Dafür den Strom, wir haben halt keine Leute dafür, leider. Wir brauchen nicht wirklich die Teile. Wenn jetzt die Sachen kaputt gehen, ist das doof. Leider. Research complete. Anomaly analyzed. Nice. Ich bin wieder zurück. Wahrscheinlich jetzt, ne? Ja. Er wird belanden können. Aber bei doch, maybe. Ja, Staubsturm ist echt ungünstig. Wissen. Hm. Was kosten die mich? Gar nichts, ne? Warte, der Turm 4000. Ich hoffe, es reicht. Wir haben ein bisschen was im Wasser herstellen, das tut mir echt leid. Ach scheiße, die Sauerstoffproduktion ist ja auch, ne? Damit davon betroffen wahrscheinlich. Fuck. Stopp. Wo tun wir denn überall Sauerstoff speichern? Wie sieht das immer aus, Leute? Hab vergessen.
Wo tun wir das nochmal speichern? Hier, ne? Noch einen haben, das ist nicht. Eventuell sogar Wassertank. Out. Sicher, sicher. Ich glaube, ich bin so ein Solarfeld, der hat mir dann eine Wasserflasche dafür, aber drauf muss nachschauen. Das ist krass, wie ich mal so eine Folge schafft, ey. Haben wir nicht, wir haben keine 40 Erze. Und gerade zurück, schneller machen. Ja, das war schon genug. Genau, da kommt das Zeug. Ich werde noch nicht anfangen mit dem Bauen. Soll doch nicht, wir brauchen noch mehr Strom. Wie geht es unseren Leuten hier drin so? Wird es ein bisschen langsamer nochmal machen? Funding received. 600 Millionen, ja, das ist perfekt. Resources are low. Der geht doch wieder zurück. Wo wir noch landen? Geil. Nachschauen. Noch eine Rakete ist unten mit denen, oder? Okay, haben wir. Kostet mich auch nichts. Zwei neue. Ah, die haben nur. Oh, lol, okay, ja, nee, wir haben nur 40 Leute zusammen. Das, wir haben echt wenig Bewerber, das ist echt scheiße. Dass ich das erhöhen kann. Aktueller Bewohner hat die 120 Minuten zu auf, wenn wir achten, Alter. Sektor scan. Mit etwas, oh, das ist nicht viel. So, Startschirm geht gleich los. Wird echt kacke wahrscheinlich. Sind beide da, sehr gut. Und wir müssen einspeichern. Brauche ich schon mehr Metall, ne? Kann ich die unter auch noch stecken? Rakete? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, ja, die brauchen wir noch. Wir haben keine Drohnen hier drin, lol. Die keine Drohnen hat. Okay, Moment mal ganz kurz. Irgendwas ist hier komisch. Ach, hier ist so ein Ding. Das heißt, die können wir sogar wegschicken. Haben wir noch irgendwelche Anomalien? Oh, jetzt könnte er noch losfliegen. Ist ja auch egal. Gleich nicht mehr. Gleich ist vorbei. No. Gar nichts. Okay, dann weiter geht's. Nächste Folge werden wir hier einen schönen Stoppschirm haben.
Freut mich ja sehr. Die Hälfte weg. Und wollen die eigentlich nicht. Wir haben eh zu wenig Ärzte für das Ding. Ja, die können ihre Ressourcen liegen lassen, aber das Ding ist, wir können das Metall dafür nicht aufbrauchen. Vielleicht brauchen wir es zum Reparieren oder sowas. Fünf oder so. Acht auch, ja.